Hallo Leute, in den letzten Videos kam ja immer mal wieder so die Frage auf, ja, wo ist mein Septum-Piercing hin verschwunden? Also viele von euch haben in den Kommentaren gefragt, ob ich es rausgenommen habe. Wie ihr seht, nein, es ist noch da. Oder was ich halt damit gemacht habe. Und ich dachte, ich widme meinem Septum jetzt einfach nochmal ein Video, in dem ich mal so ein bisschen darüber erzähle, warum ich es jetzt die ganze Zeit reingeklappt habe und auch allgemein vielleicht nochmal so einen Erfahrungsbericht über mein Septum gebe, weil ich habe es jetzt über ein Jahr und ja, vielleicht macht ihr euch ja auch Gedanken, euch das stechen zu lassen und dazu will ich auch einmal nur mal ein bisschen was sagen. Also, wie ihr sehen könnt, es ist noch da. Ich habe dazu nicht irgendwas gesagt, weil ich weiß auch nicht, das war für mich jetzt nicht so die große Sache. Ich habe mein Septum halt einfach reingeklappt, weil ich es, ich würde mal so sagen, ja, 90% der Zeit in der Nase habe. Ich werde euch das ganz kurz mal demonstrieren, weil ich glaube, Leute, die kein Septum haben, wissen jetzt auch nicht so genau, wovon ich spreche. Also man kann hier... Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussehen, egal, ich mache es trotzdem. Das so lang ziehen und dann kann man das Septum einfach reinklappen und es ist weg. Es geht wohl nicht bei jedem, also wenn man eine sehr kleine Nase hat, funktioniert es nicht. Und wenn es funktioniert auch nicht mit jeder Größe, also wenn der Ring zu eng gebogen ist, also wenn diese Hufeisendinger zu eng aneinander gehen, dann kriegt man es auch nicht in die Nase, aber das kann man sich dann so zurechtbiegen, dass es halt klappt und ja. Deshalb ist das Septum auch so ein geiles Piercing, weil man kann es halt einfach verstecken, wenn man keine Lust mehr drauf hat. Wie hier, weil außer wenn ich jetzt, keine Ahnung, so nach hinten gehe, fällt es eigentlich nicht auf, dass ich halt, dass ich ein Septum habe und ja, finde ich halt sehr gut. Es ist bei mir jetzt halt eben so, dass ich in letzter Zeit das irgendwie nicht mehr so mag. Also ich kann es euch doch gerade mal wieder raustun. Ich finde irgendwie, auch wenn ich das weiß, ich blöd anhört, ich sehe ohne Septum einfach besser aus als mit. Also... Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht mehr so der Meinung, dass mir das so gut steht. Das Problem ist aber halt allerdings, es hat sehr weh getan. Also sehr übertrieben, aber es hat weh getan, es hat gekostet. Und ich will das auch nicht einfach rausnehmen, weil ich hatte auch schon mal ein Lippenbändchen-Piercing, das habe ich mir auch rausgenommen, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Und ich habe es dann so vielleicht nach 2-3 Monaten schon bereut, weil, ja, ich weiß auch nicht. Man hat manchmal so Phasen, da gefallen einem Sachen nicht mehr so, aber dann gleich das Piercing rauszunehmen... Hatte ich halt jetzt auch nicht so wirklich Lust drauf. Deshalb habe ich es mir einfach reingeklappt. Ich muss sagen, ich finde halt auch nicht, dass das Septum immer so zu allen Kleidungsstücken passt. Also wenn ich jetzt wie hier so eine Bluse anhabe, weiß ich auch nicht ganz genau, ob das Septum jetzt so hundertprozentig dazu passt. Und ja, ich habe halt irgendwie... Ich will nicht sagen, ich habe so einen Hass auf mein Septum entwickelt, aber ich finde es halt einfach nicht mehr so schön. Vielleicht muss ich mir auch einfach mal einen anderen Schmuck kaufen, der vielleicht ein bisschen kleiner ist. Also... ich werde auch immer gefragt, dieser Ring, also beziehungsweise das Hufeisen hat einen Durchmesser von, also dieses Hufeisen hat einen Durchmesser von 10 mm und die Stabdicke ist bei mir 1,2 mm und die Kugeln sind 3 mm. Vielleicht mache ich da auch einfach mal was bisschen dezenteres, aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe das Septum jetzt ein Jahr und ich habe es mir so ein bisschen, ich will nicht sagen aus der Trotzreaktion gestochen, aber es war einfach so... Vielleicht so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, weil ich wollte schon so 2-3 Jahre haben, aber ich wusste es nie. Und ich habe dann einfach gesagt, so komm, du machst es jetzt, du traust dich jetzt, du lässt es einfach stechen. Und deshalb bedeutet es mir schon so ein bisschen was, aber ich weiß einfach nicht mehr so, ob es so in mein so Erscheinungsbild passt. Das kennt ihr vielleicht, ich meine, wenn man jetzt vielleicht irgendwie so ein Jahr den gleichen Ohrring trägt, dann hat man ja auch irgendwann keine Lust mehr. Also man braucht ja manchmal einfach so ein bisschen Veränderung. Deshalb, ja... Stehe ich momentan einfach darauf, das Septum mir in die Nase zu klappen, dass man es nicht sieht. Ich habe das wirklich fast nur noch zu Hause draußen, weil es stört schon nach einer Zeit, wenn man es in der Nase hat. Ich habe jetzt mir überlegt, mir so einen Stab zu holen, also so einen Kramstab, der in der Seite Kugeln hat. Muss mal schauen, weil ich habe das ziemlich tief gestochen bekommen, ob die Kugeln dann rausgucken, aber... ja, das kann ich auch gerne noch mal Videos machen. Ich weiß immer nie so, ob das euch interessiert. Also, ich habe es halt einfach reingeklappt und habe da gar nicht so krass drüber nachgedacht. Aber sehr viele von euch haben halt dann einfach gefragt, ja, wo ist das Septum, was hast du gemacht? Dann haben einige gesagt, sie hat sich rausgenommen, sie hat es wahrscheinlich nur reingeklappt. Und dann wie reingeklappt? Also, ja, das ist halt schon so eine Sache, die Leuten, die keins haben, halt ein bisschen fremd ist. Und, ja, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen dazu erzählen, wie es mir in dem Jahr mit dem Septum-Piercing ging. Also, Septum... wird langsam populärer. Es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich steche mir keins, weil es ist Mainstream. Also ich würde sagen, Mainstream nicht. Ich sehe so in den Orten, wo ich in Frankfurt bin, vielleicht einmal im Monat jemand mit einem Septum.
Außer ich gehe feiern oder so, aber wobei auch eigentlich nicht so oft. Auf Konzerten und auf Festivals sehe ich oft Leute damit. Aber jetzt so normal auf der Straße weniger Leute. Und ich muss auch echt sagen, das Septum jetzt nicht das neue Lippenpiercing. Also nicht jeder hat irgendwie ein Septum. Vielleicht haben es auch viele reingeklappt. Kann sein, dass viel mehr Leute... Ich war letztens in Douglas und da hat mich eine geschminkt und die hat gesehen, dass das Septum drin hat. Und sie meinte, oh, ich habe auch ein Septum, aber auch reingeklappt. Also das kann natürlich auch sein. Aber es ist halt immer noch so, dass man manchmal ein bisschen blöd angeguckt wird. Und manche Leute assoziieren es damit so, ja, das haben doch nur Stiere. Kriege ich auch halt öfters Kommentare mit und so. Das macht mir aber jetzt eigentlich nicht sowas aus. Aber es ist einfach halt so... Die Reaktion der Leute, es gibt auch Leute, die finden es cool, die gerade halt dann so Leute, ich will nicht sagen aus dem Szenebereich, aber so Leute, die ein bisschen so alternativer draußen sind, finden das meistens cool. So, ist halt auch öfters so, wenn man als Mädchen Septum hat, so, ich sag mal so, Jungs, die so einen normalen Stil, weil nicht, ich kann das schlecht sagen, aber die halt nicht so alternativ drauf sind, denen gefällt es halt öfters nicht, wobei das natürlich jetzt nicht so ein Charakter dafür sein sollte und ich habe es jetzt auch nicht so gemerkt, dass die Leute irgendwie so distanzierter zu mir sind, weil ich jetzt diesen Septum habe, aber es ist schon, es ist ein Hingucker und man wird häufig darauf angesprochen. Kommt halt jetzt auch immer darauf an, wie man mit umgeht. Ich fühle mich momentan halt damit nicht mehr so wohl, weil ich finde, dass ich ohne, wie gesagt, eben besser aussehe, wobei so ein Septum ja auch immer so... Okay, es ist nicht wirklich ein Statement, aber es ist halt doch eine Art von Körperschmuck, die halt ein bisschen spezieller ist, gerade wie Tunnel. Wobei ich bei meinen Tunneln ja auch momentan eigentlich nur diese Plaques trage. Es hat aber mehrere Gründe. Einmal finde ich sie super schön und dann sind sie aus Chirurgenstahl, sehr gutem Chirurgenstahl. Ich werde sie euch unten verlinken, falls ihr die euch auch holen wollt. Ich trage die nur noch, weil ich habe immer so ein bisschen Probleme mit meinem Ohr. Holz und Acryl verträgt das irgendwie nicht so gut, aber Chirurgenstahl halt sehr gut, deshalb trage ich die. Ich habe auch noch so Tunnel aus Chirurgenstahl, aber ja, die gefallen mir momentan nicht so. Ich hätte gerne halt noch ein paar andere Plaques, müssen wir aber mal gucken. Halt auch aus Chirurgenstahl dann mit denen. Oder mal ein paar neue Tunnel, also dass ich da auch mal ein paar neue Sachen irgendwie hole. Wobei ich einfach gemerkt habe, dass ich, ich werde jetzt auch langsam älter. Ich bin jetzt fast 21 und natürlich laufen auch viele Leute, die älter sind mit bunten Haaren rum und so, aber ich merke schon so, dass mein Stil sich vielleicht so ein Ticken erwachsener wird, wobei ich doch noch eher so auf so, ich sag mal, rockige Sachen und so doch mehr stehe und jetzt nicht jemand bin, der immer in Blüschen und so rumläuft, aber ja, ich denke, mein Stil ist so eine Mischung und eigentlich passt mein Septum da auch schon ganz gut rein und vielleicht sage ich, in 3 Monaten hänge ich hier mal wieder vor der Kamera mit dem Septum. Aber momentan ist es halt einfach nichts, was mir so gefällt. Und ich habe zum Beispiel meiner Oma, habe ich mir noch nicht gezeigt, dass ich ein Septum habe. Also ich habe es jetzt ein Jahr lang und meine Oma weiß immer noch nicht, dass ich ein Septum habe. Weil ich glaube, meine Oma wäre da auch so ein bisschen dagegen einfach. Die hat auch gesagt, früher, als du pinke, schwarze, blonde Haare hatte, in meiner Emo-Zeit, ja, du läufst doch rum wie Papagei. Ja, die war da halt nicht so von angetan. Und ja, ich habe jetzt gar keine Probleme mehr, was irgendwie... ich weiß nicht, Wundheilungsstörung oder also es hat sich nicht entzündet, es war nur so, ich habe da ja einen Haufen Videos zu gemacht, ich werde euch hier nochmal in die Infobox verlinken, wie es stechen war, wie die Abheilung war, es war eine Zeit lang so, dass es ein bisschen gestunken hat, aber das ist dann auch wieder weggegangen, ich habe keine Probleme damit, es tut nicht weh, es ist super abgeheilt und es hat jetzt auch nicht übermäßig weh getan, aber es war halt schon, es war ein bisschen Überwindung und mir sind da so ein ganz kleines bisschen die Augen feucht geworden, weil einfach in der Nase sehr viele Nerven laufen. Aber ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, wenn ihr es machen wollt und ihr habt das Geld, dann macht es einfach. Also hätte ich nicht gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich würde ich immer noch drüber nachdenken. Ich bin sehr froh, dass ich es jetzt habe. Aber momentan bin ich halt einfach nicht mehr so dafür, wobei der Geschmack ändert sich auch wieder. Also manchmal sage ich, das gefällt mir überhaupt nicht. Keine Ahnung, braucht man manchmal, ja... Das ist halt ein blödes Ding, aber pinker Lippenstift gefällt mir gar nicht. Da laufe ich 3 Monate lang mit Hautfarben rum und auf einmal mache ich mir dann wieder knallpinken drauf. Also es ist, wie gesagt, immer so ein bisschen, ja, Geschmackssache. Und was mir einfällt zu meinem Lippenbändchen, wie Lippenbändchen-Piercing da oben, ich habe da noch kein Video drüber gemacht. Soll ich da mal ein Video drüber machen? Also so ein bisschen klassisch stechen. Ich habe mir selbst gestochen, das war nicht gut. Ich werde euch da auch nicht so eine, keine Anleitung irgendwie liefern, aber einfach
generell ein paar Informationen drüber geben. Interessiert es euch, interessiert es nicht, das könnt ihr mir mal schreiben. Ob ich wieder mehr Piercing-Videos machen soll. Ich habe auch immer noch kein Dehn-Video zu dieser Tape-Methode gemacht. Also ich habe mein, es ist 12 mm, also mein Ohr ist auf 12 mm gedehnt, mit so einer Tape-Methode. Also ich habe immer so Tape-Band um den Tunnel gewickelt. Habe ich auch kein Video so gemacht, könnte ich auch noch machen. Also da könnt ihr mir mal schreiben, ob ich mal wieder mehr Piercing-Videos machen soll. Ich habe manchmal so das Gefühl, gerade so im Septum habe ich eigentlich fast alles erzählt, was ich irgendwie erzählen könnte, aber ihr habt bestimmt immer noch Fragen oder gerade Leute, die die alten Videos noch nicht gesehen haben. Ich meine, waren doch nicht alle da früher. Könnt ihr mir einfach mal schreiben, ob ich da noch irgendwas machen soll. Und ja, ich beantworte wie immer auch Fragen in den Kommentaren. Also falls ihr da noch irgendwelche Fragen zu Piercing... Ich habe auch ein Bauchnabel-Piercing, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. Bei mir ist es so, dass ich eher jetzt auf die Tattoo richte. Also ich möchte mir jetzt gerne ein paar Tattoos machen lassen. Da überlege ich jetzt auch schon lange und ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger überlegen, weil gerade wie es mit dem Septum ist, mir hat es jetzt ein Jahr gefallen und jetzt halt irgendwie nicht mehr so. Ich habe so ein paar Motive, die will ich eigentlich schon sehr lange, aber ich will noch ein bisschen warten und noch ein bisschen, weil ich nicht einfach mir irgendwelche random Tattoos irgendwie auf den Körper knallen will. Ich habe jetzt auch nicht so viel Platz zur Verfügung, also meine Arme sollen frei bleiben einfach. Ich will ja halt, ne, studiere Zahnmedizin, dann halt eben Zahnärztin, Kiefer, Orthopäden, keine Ahnung, halt irgendwas in die Richtung. Und da kommt es halt nicht so geil, wenn man so zu tätowierte Arme hat. Ich meine, es ist immer, es wird langsam so ein bisschen liberaler und so, aber ich möchte das halt nicht. Also für mich kommen da nur Stellen in Frage, so halt mein Körper, wobei Bauch auch nicht, weil ich denke, falls ich mal irgendwann Kinder kriegen will, will ich auch nicht meinen Bauch voll machen, weil es dehnt sich dann aus und sieht vielleicht auch nicht mehr so schön aus. Und bei Beinen auch über Knie. Also ich habe halt nicht nur meine Oberschenkel, meinen Rücken und meine Rippen und so. Also das ist nicht so viel Platz und deshalb will ich gut überlegen mit Tattoos. Wenn ich mir ein Tattoo machen lasse, verspreche ich euch jetzt aber schon, dass ich darüber ein Video machen werde. Wahrscheinlich, natürlich. Also ja, aber es würde wahrscheinlich noch dauern, weil ich noch nicht so sicher bin. Und da denke ich, bei einem Piercing, das kann man rausnehmen. Gerade zum Beispiel das Septum, man sieht keine Narbe, aber so ein Tattoo ist halt auf der Haut. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann ist halt ziemlich scheiße. Ja, das war, denke ich, das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir, wie gesagt, ob ihr mehr Piercing-Videos haben wollt. Könnt das Video gerne bewerten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!